und Steinschrifttafel. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihre Worte war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Ganz wie ich. Nur wenn es absolut sehr notwendig ist. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Ja, mach mal nur. Nicht um Anzug geben oder so. Mach mal einfach nur. Wie versprochen, Wolfsrudel. Rudel. Ist eigentlich schon ein bisschen merkwürdig, auf einen einzelnen Wolf zu treffen. Und jetzt weniger Stufen als letzten Pfad. Das kennen natürlichen Stufen und jemand hat die da mal reingehauen. Ihr braucht etwas? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Mich werden sie sprechen wollen. Also gut. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Wir können das lesen, die Sprache, was die anderen scheinbar nicht können. So, haben wir noch ein bisschen Kartoffelsuppe. Hätte man nicht nötig gehabt, aber wir folgen weiter den Stufen. Das kann man ja schlecht verfehlen. Ich würde gerade sagen, ich sehe höhere Wölfe. Da sah ich Wölfe. Also ein Wolf. Da kommen mehr. Ah, eine neue Stufe. Geil. Lerning, die Augen schon freischaltet. Dann leveln wir mal Magiker, würde ich sagen. Oder? Muss auch mal sein. Talents zu verbessern, okay. Ein Punktknopf vergeben. Mhm. Feuer, Frost, Blitz. Noch relativ unrelevant. Flocken könnte man mal setzen. Oder hier in zweihändig investieren. Mehr Schaden finde ich immer gut. Angriff ist die beste Verteidigung.
Sind die Waffen jetzt stärker geworden? Da? Ja, 22 Schaden. Waffen werden nur stärker. Der hat auch schon 18 Schaden. Ich glaube, der hat mal am Anfang 16 oder waren es 18 Schaden. 22 Schaden, das wirkt schon. Das ist schon heftig. Ich dachte gerade, ob man das mitnehmen kann. Eine Schade. Emblem 3. Der junge Geist der Menschen war stark. In der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimme zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Klingt aber nicht sehr nett. Okay, Hochrotgar ist noch ein Stückchen. Das dauert noch ein bisschen. Haben wir noch ein paar Sachen zu lesen auf dem Weg. Haben wir eigentlich das... Warum kann ich hier nicht ausrüsten? Ah, die Vorräte. Bin aber nicht sehr dick gekleidet. Dafür, dass wir hier einen großen Berg hochklettern. Und noch lange nicht an der Spitze sind. Wir folgen einfach den Stufen. In der Hoffnung, dass die uns irgendwann oben hinbringen. Hä? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. Da wurde so auch mal jemanden, der mit uns redet. Nicht mehr vorgekommen. Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn es recht ist. Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Ah ja. Auf Wiedersehen. Emblem 4. Keine wandte sich an Parchunax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drache gegen Zunge. Na komm mit, Lydia. Du wirst mitkommen zu den Graubärten. Einer muss doch meine Legenden erzählen. Ich brauche meinen legendären Armturn. Den Begleiter, der dann im Nachhinein. Ach du Scheiße. Troll. Und nachhinein angeben kann. Okay, da. Emblem 5. Die Menschen siegten. Sie schrien Alduin aus der Welt. Und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war. Obwohl sie viele Opfer zurückgeladen hatten. Okay.
Yeti. Ein Yeti-Angriff. Ich hoffe, wir müssen den ganzen Weg nicht nochmal einmal hochrennen. Oh, doch, das müssen wir. Scheißdreck. Was gibt's denn? Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Skippen. Neuling, ich wünschte, ich könnte öfter liefern. Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so... Wirklich? Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spenden... Ich war als Mann nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen frieden... Es gibt mal... Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefallen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages. Gut, here we go again. Nochmal gelesen. Wir brauchen wirklich mehr Ausdauer. Aus dem Weg. Wir rennen, solange wir rennen können. Das gebe ich euch jetzt nicht. Seid nur drin mitgehangen, mitgefangen. Zum Glück können wir jetzt die GT-Tafel dort hinten skippen. Die haben wir jetzt schon gelesen. Seid auf der Hut vor... Habe ich. Es klingt sehr befremdend. Ich bin gerne hier oben. Das ist... Manche... Die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht. Mehr Wölfe. Gegen Yeti haben wir noch keine Chance. Da sind wir zu schwach für. Und Stufe noch Sieg. Dann leveln wir mal auf Magiker, würde ich sagen. Und wär's mit zweihändig. Uns Waffen haben. 22 Schaden. Das ging die Team noch nichts hilft. Nummer 3.
Das scheint aber hier. Ja. Ich befand mich gleich außerhalb von Ivas. Eine einfache Pilgerin. Ich wandle auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Nummer 4. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Wenn der Yeti kommt, müssen wir ran. Auf dem Weg zur fünften. Schon fertig auf uns drauf. Das sind noch 5. Verdammt, renn doch. Wir können es das nicht leisten, von Yeti angegriffen zu werden. Nummer 6. Ich hoffe, wir haben Zeit, das zu lesen. Im Leben 6 mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Erobern die Kinder des Himmels. Sie gründen das erste Reich mit Schwert und Stimme. Die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Lydia kommt schon nach. Wird beim Yeti schon nicht krepieren. Jetzt bisher mal geschafft. Und wir müssen nicht mal zurück, weil wir können einfach schnell Reise machen. Wir sind bald da. Fantastisch. Das ist es doch schon. Schick mal einen Gruß voraus. Fuß! Oh Gott, kein Dickt. Wie kann denn die Truhe leer sein? So, wir haben was mitgebracht. Und hier zu Klinik zurück, okay. Soll ich auch mal machen? Ich leg noch ein 700 dazu. Noch eine kleine Spende. Ich brauche zwar kein Geld, aber so ist. Das ist für die. Das lügen wir mal nicht. Da wären wir. Sieh an, ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters.
Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Fuß! Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren. Keine Angst. Euer Schrei wird uns nicht verletzen. Fuß! Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wer seid ihr? Was ist das hier für ein Ort? Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Folge eurem Ruf, Meister. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei in der Sprache der Drachen, euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Ro. Kann ich das jetzt erlernen? Ihr lernt neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreier. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Kraft, Gleichgewicht. Nutzt euren Schrei der unerbittlichen Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Aha. Verwendet sowohl Wus als auch Ro, wenn ihr sie kombiniert. Wie kann ich die kombinieren? Ist da mehrere Tasten für? Der Schrei mächtiger.
Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Wie? Okay. Steuerung, darf ich hin? Schrei macht es Y. Können noch mehrere. Greife die Ziele an, sobald sie aufkommen. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Ich habe nicht wüsste wie. Verwendet sowohl. Flammen. Sicherung jetzt erstmal. Kampfschrei. Us als auch. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Kampf der unerbittlichen Macht. Ich muss erstmal. Und wir. Wechsel dich zwischen den. Ja. Was mache ich jetzt? Ich weiß es doch nicht. Hey, passt ein bisschen auf. Das hat er mir bestimmt gesagt, aber. Ich hab grad nicht zugehört. Greift die Ziele an, sobald sie auf. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Sag mir auf einmal wie. Das kann ich schon mal nicht mehr. Unerbittliche Macht. Erst mal ausrüsten. Fuß! Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Ach. Verwendet sowohl. Ich geh's mal googeln. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Fuß! Ah, genau so. Je länger man die Taste hält, desto mehr Schrei nutzt man. Greift die Ziele an, sobald sie auftauchen. Atem und Konzentration. Gut, kann ich nicht mehr. Ich hab keine Drachenseele mehr. Plan 15-20. Okay. Greift die Ziele. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Genau so. Haben wir es mal gelernt. Reicht das?
Können wir noch mehr schreien lernen? Hier muss doch noch mehr zu lernen geben. Der schafft weiterhin. Wer ist noch? Da stand gerade ein 1 von 3. Kommt vielleicht 3 davon. Geht zur Seite. 2 von 3, genau. Lydia. Steht nicht im Weg. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Aha. Der einzige, der wieder das wurde, ja. Entführer. Die anderen mussten schweigen.